So, so langsam ist 11 Uhr und wir starten heute mit den Fallschülern und der Rangeln-Raufen-Gruppe. Beim Rangeln-Raufen ist ein bisschen schwierig, weil ihr nicht so richtig kämpfen könnt natürlich, weil ihr meistens wahrscheinlich nichts habt. Vielleicht habt ihr einen Bruder oder so, aber sonst habt ihr ja nichts. Deshalb passe ich die Rangeln-Raufen-Gruppe in die Fallschulgruppe mit ein. Wenn die Rangeln-Raufen-Gruppe will, könnt ihr auch gerne mal beim Anfängerkurs mitmachen, der montags um 16 Uhr stattfindet immer. Da könnt ihr auch schon mit reingucken, müsst euch aber eine Wurfpumpe bauen. Die Anleitung findet ihr bei uns auf der Homepage. So, ansonsten, was ihr heute braucht, ist ein Schulranzen oder ein großer Rucksack. Und ihr müsst euch eine dicke Decke oder eure Bettmatratze mal kurz rausbauen und die mit in euren Trainingsbereich bringen. Also geht mal schnell los, holt euch entweder eine dicke Decke, eure Schlafdecke, eure Zudecke oder eure Bettmatratze. Und dann starten wir mit unserer Fallschulübung dann. Ja, wie immer werden wir, nein, das Spiel fällt leider aus, aber wie immer machen wir ein bisschen Krafttraining. Ich schaue mal, was ihr noch alles könnt. Ich stelle euch ein paar Fragen. Das Wissenskrafttraining, das kennt ihr schon, unser Quizkrafttraining. Da müsst ihr eine Übung immer so lange machen, bis ihr 10 Antworten zu einer Frage oder ein bisschen weniger zu einer Frage beantwortet habt. Und dann gehen wir zur nächsten Übung weiter. Und unser Thema heute beim Fallen ist das Rückwärtsfallen mit dem Ende einer Mutprobe immer wieder. Und zum Fallen gehört ja auch Mut. So langsam dürftet ihr eure Matratze haben. Und wir starten erstmal mit so ein bisschen Laufen auf der Stelle, bevor wir zum Krafttraining kommen. Damit wir ein bisschen warm werden. Könnt loslegen. Voll. Immer schon auf der Stelle. Knie erstmal ganz normal. Und immer wenn ich pfeife, dann kurz in die Hocke gehen, ganz hoch springen. Und dann weiterlaufen. Also fertig. Runter, hoch und weiterlaufen. Jawohl. Runter, hoch, weiterlaufen. Gut macht ihr das. Runter, hoch, weiterlaufen. Ich laufe ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, und nach links, und nach rechts, hoch und weiterlaufen, nach links, rechts, links, rechts, und weiterlaufen. Weiterlaufen vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, und weiterlaufen, zurück, vor, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Vorwärts. Und stopp. Gut. Nächste Übung. Wir laufen jetzt mal langsam auf der Stelle. Wir machen 3 Stufen. Langsam. Und ein bisschen schneller. Dann schalten wir das Auto in den dritten Gang. Noch schneller. Und das Auto hat 4 Gänge. Im vierten Gang sind wir am schnellsten. Und ist jetzt unten. Und erster Gang. Puh. Und weiter geht's. Zweiter Gang. Dritter Gang.
Einfacher Gang! Zweiter Gang! Dritter Gang! Vierter Gang! Erster Gang! Was sagt man? Bin ich ganz außer Atem. Na, ist gerade angefangen. Oh. Und von 1 auf 4! Erster! Und stopp. Gut. Dann starten wir in unserem Krafttraining. Wir gehen erstmal runter, stippen uns so auf den Ellbogen ab. Ja. Zehen hinten aufstellen und dann heben wir den Pump hoch. So, dann halten wir uns so. Das macht ihr so lange, bis ich euch eine Frage gestellt habe und wir dann die Antworten haben. Puh, ist das was drin? Vielleicht müsst ihr auch kurz was trinken. Schnell losgehen. So. Jetzt in die Position. Und Pump hoch. Und hört euch so lange, bis ihr mir 10 Tiere gefunden habt, die nur im Wasser leben. Wir fangen an mit einem weißen Hai. Oder? Ja, kennt ihr alle. Dann haben wir einen Blauwal. Wir haben einen Pottwal. Wir haben einen Clownfisch. Nemo, kennt ihr sicher alle. Wir haben ein Seepferdchen, eine Qualle. Oh, was denn noch alles? Was lebt noch nur im Wasser? Hab noch was? Was höre ich denn da? Ah, ein Rochen, genau, super. Ein Hammerhai, jawohl. Oh, dann haben wir noch 2 fehlen noch. Oh Mann, was lebt noch nur im Wasser? Was haben wir noch, was nur im Wasser lebt? Ja, noch was? Was haben wir gesagt? Ha? Ein Hummer. Genau, ein Hummer. Super. Und was noch? Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Eine Antwort brauchen wir noch. Komm schon, was habt ihr noch? Wer hat noch was? Hallo? Ein? Oh, was noch? Eine Seegurke. Genau, super. Oh, absetzen. Puh, das war schwer. So, legt euch auf den Rücken, Arme auf die Brust und den Kopf hoch. Nächste Übung. Und die Frage dazu ist, ich hätte gern, ist eine schwere Frage, 6 Tiere, die fliegen, nicht Vogelsagen. Also sind alle Tiere weg, fast alle Tiere weg. Also wir starten mal. Was kann alles fliegen? 6 Tiere, was kriegt ihr zusammen? Eine Biene, genau, super. Was haben wir noch? Ein Adler, super, haben wir 2. Was haben wir noch? Ein Adler, Marienkäfer, genau, richtig. Marienkäfer fliegt. Bald haben wir den Mai, was gibt es denn im Mai? Ein Maikäfer, super. Was habe ich gehört? Eine Amsel. Ja, eine Amsel, genau. Kopf nach oben, kommt schon. Eine Antwort brauchen wir noch. Was fliegt noch? Was fliegt noch? Komm, was gibt's noch zum Fliegen? Oh Mann. Was fliegt noch? Ein Mäusebussard. Genau, super. Oh. Gut gemacht, super. Nächste Aufgabe. Wir legen uns so hin, stützen uns hinten ab und heben den Popo hoch. Ganz gerade, ja? Ganz gerade müsst ihr sein. Und die Frage ist, schafft ihr das? 10 Früchte oder Obst, ja? 10 Früchte oder Obst zusammenkriegen. Sommer, jetzt gibt es ganz viel. Mal sehen, ob wir das schaffen. Also, Pump hoch. Nummer 1, genau, Melone. Jawohl. Apfel. Birne.
Und was haben wir noch? Das wird schon schwer, gell? Was wächst noch am Baum? Eine Kirsche. Richtig, genau, super. Eine Kirsche, was wächst noch am Baum? Habt noch was an einem Baum? Ja? Oh, hab nicht ganz gehört. Wir müssen noch ein bisschen. Die Kirsche passt nicht. Die Kirsche haben wir schon gesagt. Erdbeeren gibt es auf dem Boden. Ist kein Baum, aber Erdbeeren gibt es auf dem Boden. Jetzt haben wir fünf, Hälfte. Und halten, halten, halten. Halt schon. Ja, was habe ich gehört? Ananas, genau, eine Ananas, super. Dann eine Orange, genau, Orange, Spitze. Und wie heißt die kleine Orange? Es gibt noch sowas wie kleine Orange. Ja, weiter, weiter. Eine Mandarine, genau, Spitze. Noch zwei haben wir. Zwei brauchen wir. Was gibt's noch? Wächst auch im Strauch. Ganz viele so kleine, was soll man sagen? Ganz viele kleine Kreise. Eine Himbeere. Und aus was wird Wein gemacht? Oder ja, gibt es noch einen Saft dazu? Die Trauben, genau. Spitze, absetzen. Super, steh mal auf. So, wir stehen. Und jetzt Kniebeugen. Und zwar so lange Kniebeugen, bis ich oder bis ihr die Frage beantwortet habt. Wir brauchen 10 Automarken. 10 Automarken. Ja? Also nicht ein Autotyp, würde ich sagen, Astra oder sowas, Opel Astra, sondern es wäre, und das ist gleich schon unsere erste Antwort, einmal nach vorne, ganz runter gehen in den Popo, ja? Fast bis zum Po den Boden berührt und wieder hoch. Das wäre der Opel. Ja, Opel haben wir schon eins. Was haben wir noch? Mercedes, genau, super. Was haben wir noch? BMW, jawohl. Was haben wir noch? Fällt noch einer ein? VW, richtig. VW. Dann haben wir ein ganz schnelles, auch ein deutsches Auto. Porsche, genau, wir haben 5. 5 haben wir. Was gibt's noch? Ein Ford, genau. Ford, jetzt haben wir 6. Ford haben wir. Gucken wir zu unseren Nachbarn. In Italien. 4 Buchstaben. Ein Fiat. Richtig, Fiat. Was haben wir noch? Was haben die Franzosen noch? Schwieriger Name. Ah, Renault, genau, Renault ist einfach mal. Schwieriger Name noch? Ein Citroën, genau. Haben wir noch einen Japaner? Noch einen Japaner? Toyota! Super! Und fertig. Puh. Ein bisschen was für die Arme. Ja, denk dran, die Muskeln, die wir gerade trainieren, die sind wie Kissen, die unsere Knochen schützen. Deshalb müssen wir ein bisschen Krafttraining machen, müssen wir ein bisschen anstrengen. Wir machen Lügestütze. So, wir legen uns auf den Bauch, Hände so an die Schulter und dann drücken wir zuerst den Kopf, die Brust, den Bauch, die Knie hoch. Wenn wir runtergehen, Knie, Bauch, Brust, Kopf. Ja, so und so. So. Und so, so starten wir mal. Und dann müssen wir richtige Liegestütze können, ja? So, Frage Nummer 5. Tierfragen fand ich immer ganz cool, ja? Also, mal sehen, ob euch was gemerkt habt. Gestern war ich ja mit den Bambinis und mit dem Jubelkindergarten in Afrika. Ja? Und da haben wir verschiedene Tiere gesehen, die uns auch zum Teil angegriffen haben. Das sind immer diese Tiere. Wir suchen uns 10 Tiere aus, die andere Tiere fressen. Okay? Also nicht Gras fressen, sondern die andere Tiere fressen. Eine Kuh wäre falsch. Eine Kuh frisst nur Gras. Ja? Also, seid ihr bereit? Wer war gestern dabei von euch? War ihr gestern dabei? Ja? Okay. Also, geht's los. Vorne hoch. Und mir fällt ein Löwe ein. Genau.
Löwe. Was haben wir noch? Wir haben einen Leopard. Ein Leopard. Ein Gepard. Oh, Gepard frisst auch nur Tiere. Dann, was ganz Kleines, eine Maus. Eine Maus frisst Würmer. Ja? Oder Käfer. Jetzt haben wir schon fünf. Ne, vier haben wir. Ein Krokodil haben wir getroffen. Ein riesen Krokodil gestern. Was haben wir noch? Jetzt haben wir fünf. Ein Bussard oder ein Adler. Ja, nehmen wir. Ja, Bussard nehmen wir. Ja, Adler, wie ja schon gesagt. Doof, jetzt haben wir schon sieben. Okay, was noch? Ein Tiger, genau. Ein Tiger. Ein Hai, genau. Hai auch richtig. Wir brauchen noch zwei. Was haben wir noch? Eine Schlange, richtig. Fritz zum Beispiel Mäuse. Und als letztes, oh, jetzt wird es anstrengend. Oh! Hau noch rein. Los. Wir schaffen noch mal einen hoch. Und was noch? Eine Katze. Genau. Sehr gut. Boah, jetzt haben schon ganz schön die Arme gebrannt. Puh, wieder was trinken. So. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu einer Fallübung, zu einem Leichten. Wir kennen das alle, das Schiffchen. Ja? Wir legen uns auf den Rücken. Wir machen hier die Schiffsspitze hinterm Kopf. Und hier das Schiffsende. Und wer kann, der wippt noch so. Okay? Das ist eine schwere Übung. Wer nicht kann, der hält sich so. Ja? Wer das nicht hinbekommt, das kriegt ihr alle hin. Ja? Das kriegt ihr alle hin. Wer es nicht mehr schafft, dann könnt ihr die Arme ablegen. Beine, aber Kopf immer oben halten. Ja, das ist das allerletzte. Wenn du nichts mehr hinkriegst, Kopf oben halten. Okay? So, unsere Frage ist diesmal bei den Sportarten. Ich hätte gerne die schwer die Frage. Ich habe das jetzt auch immer schwer beantwortet. Aber wir machen es mal. Fünf Sportarten, die mit einem Ball, irgendeine Art von Ball, die macht ein Ball ist rund, kein Ei, also Football zählt nicht, ja, sondern ein Ball, einen runden Ball. Okay. So, seid ihr bereit? Oder so, dass ich ein bisschen mitsehen, euch mitsehen kann. So, wir fangen an. Genau, das kennt ihr alle, Fußball. Super. Wenn es Fußball gibt, gibt es auch Handball. Genau, Handball. Nee, Kopfball gibt es nicht, das war falsch. Das ist keine Sportart. Kopfball gibt es nicht. Dann gibt es mit einem Schläger, ne? Tennis, genau. Tennis haben wir. Und wenn es Tennis gibt, das kann man auf dem Tisch spielen, dann heißt es richtig Tischtennis. Und eine Aufgabe, eine Antwort gibt es noch. Eine fehlt noch, komm schon. Ja, yeah, genau, Golf, jawohl, super. Jetzt hast du mich auch gespannt, gell? Mann, Mann, Mann. Brauchen wir noch was? Wir machen noch eine Bauchübung, ha? Wir machen noch mal eine Kiste wegschieben. Das müssen wir unbedingt machen. Kiste wegschieben müssen wir machen. Kiste zwischen den Beinen, Hände an die Kiste. Du schiebst die Kiste weg. Und dann kommt sie wieder runter. Und du schiebst die Kiste weg. Und dann kommt sie wieder zurück. So, unsere Frage diesmal. Ich brauche Märchengestalten, Märchenfiguren. Und zwar, wir nehmen ja nur die Figuren, dann ist einfach, nehmen wir 10. Ihr müsst nicht die Märchen sagen, sondern die Figuren, die ihr kennt. Ja, die Hauptdarsteller sozusagen in den Märchen. Okay, so, Kiste wegschieben.
Und wir fangen an. Ja, Hänsel und Gretel. Genau. Rapunzel. Super. Weiter. Die drei kleinen Schweinchen. Richtig. Weiter. Der Wolf. Ja. Und Rotkäppchen. Super. Vierhammer. Was noch? Der gestiefelte Kater. Fünf. Genau. Goldenes Ei. Okay. Was haben wir noch? Bugs Bunny. Naja, ist kein Märchen. Aber lassen wir es. Hasen gibt es auch. Der Hase und der Igel gibt es, ja? Und Igel auch noch mit. So, was haben wir noch? Als Märchen. Was für ein Märchen haben wir noch? Was kriegt ihr noch hin? Was gibt es noch für. Was? Donald Duck? Nein, nur Donald Duck aus. Das war kein Märchen, aber egal. Lass mir mitzählen. Donald Duck, lass mir mitzählen. Okay, was haben wir noch? Für eine Figur? Die goldene Gans, genau. Oh, Frau Holle gibt es noch. Ja? Die Pechmarie. Ich glaube, das kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr, gell? So, gut. Wir sind warm. Krafttraining gemacht. Ja? Kommen wir zum Fallen. Ihr braucht eure Decke oder eure Matratze. So, wichtig war was nochmal beim Fallen. Erinnert euch nochmal dran. Richtig. Nicht mit dem Kopf auf den Boden knallen. Nicht den Ellbogen auf den Boden knallen. Wir machen nur rückwärts fallen, habe ich ja vorgesagt. Ja? Nur rückwärts fallen. Nicht mit dem Ellbogen auf den Boden knallen. Okay? Und nicht abstützen. Genau. Wisst ihr warum nochmal? Jawohl. Kopf, keine Muskeln. Ja? Ist kein Kissen drüber. Ellbogen. Kein Kissen drüber. Ja? Fehlen die Kissen. Und Schulter? Ja? Ganz schwarzes Gelenk. Springt einfach so raus, weil es nur von Gummibändern gehalten wird. Deshalb erste Übung nochmal. Kopf nach unten. Tief runter gehen mit dem Popo nach hinten kippen und die Beine strecken und alle Muskeln anspannen. Ja? Mehr mal nicht machen, wir brauchen nicht abschlagen. Nur das machen. Zählt auch noch ein bisschen zum Krafttraining dazu. Also, top, runter, ja. Kopf, runter. Jawohl. Gut. Macht jetzt jeder 30 Sekunden lang. Fertig. Und los geht's. 30 Sekunden. Immer. Kopf nach vorne, den Boden angucken. Tief gehen, nach hinten fallen. Kopf runter, Boden angucken. Tief gehen, nach hinten fallen. Alle Muskeln anspannen. Die Beine strecken dazu. Nicht die Beine hoch zur Decke nehmen. Immer die Beine nach vorne. Nach vorne die Beine, nicht hoch. Sonst knallt euer Kopf auf den Boden. Immer nach vorne die Beine. Ja? Kopf runter. Tief gehen. Und Ball strecken. Ja? Machen wir noch mal. 30 Sekunden war ein bisschen kurz. Machen wir noch mal. Legt noch mal los. Und los, noch mal. 30 Sekunden. Kopf runter. Boden anschauen, tief gehen. Nach hinten fallen, Beine nach vorne strecken. Nicht nach oben, nach vorne strecken hier. Ja? Jawohl. Kopf runter, tief, nach hinten fallen, Beine strecken. Spitze, ihr habt noch 5 Sekunden. Komm, geht noch einmal. Jawohl, Spitze. Sehr gut. So, jetzt kommen wir nochmal zum Abschlagen. Erinnert euch dran. Nicht abstützen, ja, sonst wenn ihr zu viel Schwung habt, könnt ihr euch deine Schulter verletzen, sondern von vorne Schwung holen und abschlagen und traut euren Muskeln am Rücken das zu, dass die euch halten. Ja, da passiert nichts, da sind ganz viele Muskeln am Rücken. So, zum Abschlagen nochmal, mach's mal ohne Matte, dann seht ihr es besser. Die Arme gehen nach vorne, Kopf runter, tief gehen, Arme vor,
nach hinten kippen, Beine strecken und neben dem Po auf die Matte hauen. Ja. Nochmal, zeig so rum. Kopf unter tief geht, Hände nach vorne, nach hinten kippen, einfach die Hände von oben nach unten fallen lassen. Nicht nach hinten ziehen, nach unten fallen lassen. Noch einmal. Kopf runter, tief gehen, Hände nach vorne, Beine strecken, bam! Richtig eure, auf eure Matratze von eurer Decke draufhauen, richtig, bam, drauf da. Ja, nicht so laschi-faschi, müsst ihr nicht streicheln, ist nicht euer Hund. Also, Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen, bam! Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen. Bam. Genau, kräftig rein auf eure Matratze. Los. Eine Minute diesmal jeder. Einmal 30 Sekunden. Los geht's. 30 Sekunden, dann machen wir nochmal 30 Sekunden. Kriegt eine kurze Pause. Genau. Kopf runter, sieht gut aus. Kopf runter, tief gehen, Hände nach vorne, nach hinten, kippen, Beine strecken. Puff. Kopf runter, tief gehen, nach hinten, kippen, Beine strecken. Puff. Kopf runter, tief gehen, Beine strecken. Bam. Jawohl, super. Und nochmal, wir machen nochmal 30 Sekunden. Dann will ich dann kurz das Ring gehen. Schnell einen Schub nehmen. Und die Zeit läuft. Nochmal 30 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Dann kommen wir gleich zu einer Mutprobe. Gleich kommen wir zur Mutprobe. Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen. Bam. Gut, super. So, jetzt schiebt mal die Matte ein bisschen so weit wie nach hinten, wie es geht. Oder eure Decke, zieht die mal nach hinten. Jetzt kommen wir zur Mutprobe. So, ihr seid auf dem Schulhof. Habt euren Schulranzen abgestellt. So. Und redet schon mit eurem Kumpel. Und der macht irgendeinen Mist mit euch und schubst euch. Oh, und ihr fällt über euren Schulranzen nach hinten drüber. Mann, ging das schnell. So, wieder aufstehen. Von den Schulranzen hinstellen. So, euer Kumpel redet mit euch. Vielleicht ist auch eure Mama oder euer Bruder oder eure Schwester da. Oder vielleicht auch euer Papa. Ja? Wenn er da ist, dann kann er sich mal vor euch hinstellen. Oder euch mal ein bisschen schubsen. Nur ein bisschen. Nicht so. Sonst fällt er nachher gegen die Wand, hat die Wand ein Loch. Sondern ihr so. Und so leicht schubst, oh, dann fall ich nach hinten. Bam. Und achte drauf, dass der Kopf nicht auf den Boden knallt. So. Hinstehen an den Schulranzen. Schubsen, oh. Und Kopf im Oben, ein Muskel anspannen. Nicht mit dem Kopf auf den Boden. Ja? Schön hier, Kinn hoch. Und nochmal hinstehen. Schubsen, oh. Bam. Und noch. Schubsen. Bam. Bam. Zwei. Geht noch fünfmal. Zwei, noch drei. Zwei. Einmal noch. Komm, dein letztes Mal noch. Gut, stopp. Die letzte Mutprobe für euch. Jetzt habt ihr die Matte ein bisschen nach hinten schieben müssen. Das soll ja ein bisschen weg. Das hätte ich mir jetzt ganz vorne. Ja, und jetzt lauft ihr rückwärts. Bis ihr über den... Oh! Schulranzen drüber stellen. Achtet auf den Kopf.
Ja? Acht auf euren Kopf. Ich mach's mal so rum. Wenn wir mal genau zuschauen. Ja? Rückwärts laufen. Ich werde geärgert. Ich gehe weg von demjenigen. Ah, lass mich in Frieden. Was soll das? Warum? Oh! Und dann fallen irgendwas drüber. Ja? In dem Fall euren Schulranzen. Und Kopf immer oben mal. Achtet auf den Kopf. Ja? Ja, oh, oh, der schubst mich, ey, bleib weg von mir. Oh nein! Bam, Kopf hoch. Immer den Kopf hoch. Ja? Und los geht's. Rückwärts gehen und drüber fallen. Die ganz Mutigen von euch können die Augen noch zumachen. Ja? Zumachen die Augen, dann ist noch ein bisschen spannender. Ich sage es eine Mutprobe. Ja? Dann braucht ihr noch mehr Mut. Mach jetzt mit den Augen zu. Augen zu. Die Augen sind zu. Jetzt laufe ich rückwärts. Mäßig. Oh. Oh. Über meinen Schulranzen drücken stolpern. Nochmal. Mit Augen zu. Seht ihr, ich habe die Augen zu. Oh. Jawohl. Und weiter. Ah, spitze. Noch zweimal jeder. Komm, noch zweimal. Und noch einmal. Jawohl, top. Habt ihr sehr gut gemacht. Ja, rückwärts fallen. Super gemacht. Könnt ihr jeden Tag mal Übung machen. Bis wir uns nächste Woche wiedersehen. Ja, dürft nächste Woche natürlich auch bei den Bambinis und beim Judo-Kindergarten mitmachen. Des Montags um 11 Uhr stattfindet. Dienstags habt ihr dann Training. Da könnt ihr dann machen wieder Fallen. Wir machen wieder ein bisschen rückwärts fallen, wieder ein bisschen mehr Schwung nächste Woche. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn euch das gefallen hat, was wir gemacht haben, teilt es. Schickt es euren Schulfreunden, euren Kindergartenfreunden, euren Bekannten. Abonniert auch den Kanal, das kostet nichts. Ja, abonnieren heißt nur, bekommt immer Infos, wann es losgeht, wann wir einen Livestream haben und sowas. Dann könnt ihr mal zugucken. Vielleicht habt ihr Lust, auch bei den anderen Gruppen mitzumachen. Schon vielleicht bei den Älteren. Dann braucht ihr aber eine Wurfpuppe. Die Anleitung dazu, habe ich ja vorher schon gesagt, findet ihr auf unserer Homepage judoschule-leonberg.de. Und dann sehen wir uns nächste Woche, gleicher Tag, Dienstag, gleiche Uhrzeit, 11 Uhr wieder. Vielen Dank, tschüss, ciao, bye bye.